entwickeln viele Lugo-Spieler, nämlich der Kevin Büa und der Noah Okafor. Wenn man die Geschichte von den beiden anschaut, im letzten Frühjahr 2019 hat eher der Noah Okafor die Nase vorne gehabt. Jetzt setzt er vermehrt seit der Sommerpause auf Kevin Büa. Was sind eure Überlegungen? Was hat sich verändert? Ja, es sind natürlich beides Spieler, die sehr viel Qualität haben in der Offensive. Und wir wollen aber auch, dass sie defensiv arbeiten. Dass, ich glaube, wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, brauchst du solche Spieler, die natürlich Schnelligkeit haben, die ein Dribbling haben. Aber wir brauchen es auch in der Defensive. Und da sind beide halt jetzt vielleicht nicht gerade so gesegnet, weil es eben offensive Spieler sind. Die laufen gerne nach vorne, laufen gerne, wenn du den Ball hast. Und wenn du den Ball nicht so hast, dann wird es eher ein bisschen schwieriger. Und das haben wir ja, versucht, ihnen beizubringen. Bio hat auch ab und zu im letzten Jahr immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ist schon wieder zurückgekommen, hat sich wieder müssen finden. Und jetzt hat er einen sehr guten Lauf gehabt, also seit Anfang Vorbereitung eigentlich schon. Und dann ja, hat er das können umsetzen. Er hat auch die Defensivaufgaben, die wir von ihm verlangen, dass er in einen Zweikampf geht, dass er der Spieler, der meiste gelbe Karten hat bei uns, wo er also zugelegt hat. Und das ist dann das, was man natürlich sieht, was man dann auch belohnt. Und er spürt selber auch, dass er eben offensiv dann die Chancen kann rausspielen kann, dass er Goal schiessen, dass er Chancen aufleitet oder Goal aufleitet auch. Und gibt ihm ein mega Selbstvertrauen. Und das hat Okafor jetzt, wo er in der Vorbereitung kam, ist, hat er ein bisschen Probleme gehabt, hat sich auch ein bisschen finden müssen. Ist auch das erste Mal, hat ein super letztes Jahr gehabt, wo eigentlich alles aufgegangen ist und am Schluss noch sogar noch in die Nationalmannschaft gekommen ist. Und er ist 19, also das muss er natürlich auch zuerst alles verkraften. Dann hat es wahrscheinlich viele, die auch noch etwas wenden von ihm. Und das sind alles so natürlich Sachen, die ein junger Spieler muss können einordnen muss, die er muss können umsetzen muss. Und das Wichtigste ist, was er dann auf dem Platz uns zeigt und was er umsetzt. Und da ist er auch immer dabei. Er ist am Chor, hat jetzt ein wunderschönes Goal geschossen in der Türkei. Und er fängt heute wieder an und kann es wieder zeigen. Und dementsprechend wollen wir das natürlich auch sehen von ihm, defensiv wie offensiv. Also der Marcel Koller lüftet das Geheimnis. Noah Okafor heute in der Startelf für den Büa. Wenn wir uns die Aufstellung vom FC Basel anschauen, es gibt dann trotzdem den einen oder den anderen Wechsel, aber das ist immer noch hochklassig, die Mannschaft, die heute in St. Gallen aufläuft, Dani. Ja, auf jeden Fall. Klar, er macht einen Wechsel in der Innenverteidigung und er zieht den Zuffi zurück, zusammen mit dem Chaka, was ich sehr, sehr wichtig finde, ein wichtiges Element, der Chaka im Moment für die Mannschaft. Und ja, ich meine, der Okafor ist gut drauf, der Gabriel vorher ist gut drauf, der Campo ist immer einer, der technisch auch etwas drauf hat, vor allem der stehende Ball, wo Ball kann in die Schnittstelle spielen. Also der FC Basel, obwohl ich ein grünes Hemd habe, gefällt mir im Moment sehr, sehr gut. Das ist ein bisschen verwaschen, aber okay. Es ist so ein Satzgrün, St. Gallengrün. Okay. Es ist mal rot, jetzt ist es wieder grün. Also, wir haben über Lugano geredet, wo in der Europa League im Einsatz gestanden ist. Wir haben jetzt über den FC Basel geredet, wo es 2-2 gegen Trabzonspor rausgespielt hat. Eine Mannschaft haben wir noch nicht thematisiert und die laufen eben heute Nachmittag im Stadion Letzigrund auf. Es ist die einzige Mannschaft, die sogar einen Sieg eingefahren hat. Der Meister Berner Young Boys. Aber sie haben uns lang, lang zittern lassen. Erst in der Nachspielzeit, eigentlich in der letzten Sekunde, ist der Christian Fasnacht gewesen, wo das Goal geschossen hat gegen Glasgow Rangers, zudem ein 2-1 Erfolg. Und wenn man den FC Basel gelobt hat, muss man eben auch lobende Worte für IB finden, wo zuletzt zweimal im Rückstand war, zweimal die Partie gekehrt hat. Und das, obwohl sie die Verletzungshexe, die wohnt, glaube ich, momentan im Status Suisse. Ja, sicher, haben sehr viele Verletzungen. Das ist schon ganz wichtige Verletzungen, das ist klar. Aber, wie du sagst, ich finde, wenn du in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden noch ein Goal schiessst, ist jetzt da wieder Fasnacht, jetzt, wo immer wieder besser wird, dann zeigt auch das auf die Qualität dieser Mannschaft immer noch. Man hört immer noch viel, die sagen, ah, IB ist nicht mehr das. Ja, okay, die Tabellen sind nicht so weit vorne weg, wie sie in der letzten Saison waren. Aber in der letzten Saison, das gibt es auch nicht mehr so schnell. Weil da ist alles gelaufen. Da ist alles gelaufen und die Konkurrenz hat geschlafen.
Ja? Und jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Konkurrenz. Aber ich finde IB nach wie vor immer noch die Mannschaft, die so viel Druck kann erzeugen während dem Spiel, wenn sie auch hinten nah sind und könnten einfach dann einfach zuschlagen mit irgendwie mit dem Goal, wo sie einfach dann mit dem Kopf vorne reingehen und so weiter. Sie haben immer noch den Power, finde ich, ganz klar. Also, ich hoffe, unser Mann vor Ort im Stadion Letzigrund, der schläft jetzt nicht, der Benjamin Bruni. Schauen wir mal, ob er rum ist im Letzigrund. Nein, schauen wir mal, er strahlt, er fühlt sich richtig wohl. Benjamin, es heisst bei den Berner Young Boys im Moment einfach das Motto «Beissen, beissen und nochmal beissen», oder? Kann man es so zusammenfassen? Durchbissen und noch einmal 90 oder, wenn es muss sein, noch mal 93 Minuten lang spielen, egal mit welchen Spielern das noch zur Verfügung stehen will. Es sind gerade 8 Stammkräfte, die heute Nachmittag fehlen. Spielmann, Suleimani, Sierro, Camara, Laupo, Martins, Assale und auch der Guillaume Waro ist heute Nachmittag nicht mit dabei. Und auf der Guillaume Waro hat vorher der Michael Fritschi im Interview der IB-Trainer Gerardo Seoane angesprochen. Ja, Gerardo Seoane, ich glaube, wir müssen mit einer schlechten Neuigkeit anfangen. Der Guillaume Waro hat sich im Spiel gegen Sion schwerer verletzt, als man ursprünglich angenommen hat. Was können Sie dazu sagen? Ja, er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, musste gegen sie ausgewechselt werden. Jetzt hat sich die Verletzung schlimmer ausgestellt als erwartet. Der Schlag hat eine Knochenverletzung ausgelöst und wird uns mehrere Wochen fehlen. Das ist sicher sehr schmerzhaft für ihn vor allem, weil beim Guillaume haben wir wirklich das Gefühl, der ist noch nicht ganz angekommen in dieser Saison. Er hat mehrere Verletzungen schon hinter sich und tut einem unglaublich leid für ihn. Die Verletzerliste ist insgesamt noch mal länger geworden. Neu fällt auch wieder der Roger Assale aus. Wie lösen Sie das heute Nachmittag? Ja, es ist ja so. Wenn du so einen engen Terminkalender hast und sonst schon ein paar Langzeitverletzte hast, dann fährst du automatisch ein grösseres Risiko. Alle 3 Tage spielen. Der Roger hat Muskelbeschwerden nach dem Spiel am Donnerstag, darum nicht einsatzfähig. Ja, wir werden heute einen frischen Akteur auf dem Platz sehen. Das Debüt von Felix Mambimbi von Anfang an, auf das freuen wir uns. Aber wir haben auch den Nicola Gamalot zurück und ein Haufen andere Spieler, die am Donnerstag schon auf dem Platz gestanden sind. Eben der Felix Mambimbi, was ist er für ein Spielertyp? Was dürfen wir von ihm erwarten? Ja, ist ein eher kleinerer Spieler, ähnlich wie der Roger Assale, der auch von seiner Schnelligkeit, Wendigkeit lebt, der auch gut zwischen der Linie ist, wo wir uns erhoffen, dass er frische Kräfte bringt, dass er frech von der Leber wegspielt, dass er frischende Elemente in die Mannschaft bringen kann. In der Abwehr sitzt der Fredrik Sörensen nur auf der Bank. Der Nicola Bürgi und der Cedric Cesiger spielen zuerst mal zusammen in einer Viererkette. Inwiefern ist das ein kleines Risiko? Ja, beim Frederik ist recht unglücklich, hat sich am Donnerstag sich vertrampelt, hat eine leichte Verletzung an den Bändern, wo er nicht erlaubt, über längere Zeit zu spielen, weil es schmerzhaft ist. Wir haben ihn gleich dabei für Notfalls, für einen Teileinsatz. Und ja, aber der Nicola und der Cedric haben in der Vorbereitung schon immer zusammen gespielt, auch. Also mit der Nedia immer zusammen. Wir tun das auch während der Woche immer ein bisschen rotieren, dass sie aufeinander eingestimmt ist. Es fehlt uns sicher in der Abwehr ein bisschen die Erfahrung, Leadership. Und das ist aber gleichzeitig eine gute Prüfung für die jungen Spieler, dass sie sich gegenseitig coachen. Und es ist ja ein Mannschaftssport und die ganze Mannschaft muss die Jungen tragen. Nach dem Spiel da im letzten Grund kommt die wohlverdiente Nazi-Pause. Lautet das Motto heute nochmal durchbeissen? Ja, heute ist sicher neben dem physischen Aspekt sicher auch ein grosser mentaler Aspekt, eine Herausforderung, dass man nach dieser anstrengenden Woche jetzt nochmal auf den Punkt alles raushaut, dass man Konzentration mag hochhalten, dass man sich sicher freut auf die Nazi-Pause. Die einen, die anderen müssen ja spielen, aber dass man heute wirklich nochmal über sich rauswächst, dass man an die Leistungsgrenze geht und dass man etwas selber haben kann. Danke vielmals, guten Match. Merci. Und das gegen den FC Zürich, der am letzten Wochenende aufs 0:4 gegen den FC Basel hat können reagieren und mit 1:0 gegen Servet gewonnen hat, dank dem Goal von Antonio Marquesano. Aber nicht nur das offensive Mittelfeld hat überzeugt, sondern auch das defensive Mittelfeld. Und das defensive Mittelfeld, das bekommt auch heute nochmal Chancen mit dem Simon Somm und mit dem Toni Domjoni. Es ist genau eine einzige Änderung, die der Trainer der Ludovic Magnin vornimmt, und das in der Innenverteidigung der Umaru Bangura, der reinkommt für den Mirlind Krietziu. Und das angesprochene junge Mittelfeld, der nochmal eine Chance bekommt, und also nicht der Denis Popovic, der Mann, der sitzt heute am Anfang noch auf der Bank vom FC Zürich, bekommt also nicht von Anfang an das Vertrauen vom Trainer Ludovic Magnin. Und auf diese Personalien und auf die Aufstellung hat vorher der Michael Fritz der Ludovic Magnin angesprochen.
Die Mannschaft hat letzte Woche sehr gut gemacht und ich habe keinen Grund, da etwas zu ändern. Nochmal, seit Jahren betone ich, dass es gibt keinen jungen oder alten Spieler, sondern gute und weniger gute Spieler. Und meine Aufgabe ist jetzt, Gott sei Dank mit dem Konkurrenzkampf, weniger Verletzte zu versuchen, die beste Elf zu finden. Aber können Sie gleich nochmal die Stärke von diesen beiden jungen Führer streichen? Ja, grundsätzlich, das sind erstmal zwei hungrige Spieler, die wollen etwas erreichen in ihrer Karriere. Die sind bissig auf den Ball und die sind sehr ballsicher, Technik raffiniert. Und die kennen mich seit Jahren, sie wissen, was ich will und ich weiß, was ich an denen habe. Von dem her, das Vertrauen gegenseitig ist da und die Jungs haben letzte Woche sehr gut gemacht. Von dem her, als Trainer ist es einfacher, wenn die Mannschaft das gut macht, wieder die richtige Aufstellung zu finden. Eben grundsätzlich ist beim FCZ eine klare Aufwärtstendenz zu erkennen. Gegen die Spitzenmannschaften haben wir bis jetzt aber noch nicht so furchtbar gut ausgesehen. Was braucht es heute, dass ihr gegen IB besser dagegen heben könnt? Vor allem der Mut, glaube ich. Der Mut, das Selbstbewusstsein, dass wir jetzt die letzten vier Spiele getankt haben, mitzunehmen, wissen, was wir gegen die Spitzenmannschaft bis jetzt falsch gemacht habe und versuchen heute vor einem Publikum auf einem Rasen bessere Leistung zu zeigen als vor ein paar Wochen in Bern. Danke vielmals, viel Glück. Dankeschön. Danke, Lido. Also, der Mut mitnehmen aus der letzten Partie. Und ich denke ganz sicher auch die Mentalität, die sie gezeigt haben, das letzte Genf oder Zug. Absolut. Also, das war eine positive Mentalität. Vor allem nach dem 4-0-Auftritt in Basel, wo sie sehr schlecht gespielt haben, hat Ludo ganz klar die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und ich finde auch die richtige Aufstellung braucht er mit diesen zwei Jungen so, und dem Johnny im Mittelfeld, die gezeigt haben, was sie drauf haben. Und das ist eigentlich der FCZ so wie ein. Die FCZler wollen sehen. Ich hoffe es doch. Ist das so? Ja, ich hoffe es. Also Gianni, aber zu FCZler. Aber heute ist er ja als neutraler Telekom-Fußball-Experte da. Also, wir gehen rein. Danke. Nein, wir gehen nicht mehr weiter. Okay. Alles gut, wir gehen rein in die Partie vom heutigen Sonntag. Schaut euch das an. Kibun Park ist Austragungsort Nummer 1. St. Gallen gegen Basel mit dem Beat Signer. Dann gehen wir ins Stadion Letzigrund. Da haben wir Zürich gegen IB mit dem Michael Fritschi. Und im Tourbillon, dort spielt heute Nachmittag Sion gegen Lugano mit dem Kommentar von Andi Jucker. Dabei wünschen wir viel Vergnügen. Wir sehen uns in der Pause. Die Raiffeisen Super League auf Teleclub wird präsentiert von Raiffeisen, Sporttipp, Swisscom und Blick. Es heißt St. Gallen gegen Basel, es heißt Dritter gegen Erster und es heißt Duell der beiden erfolgreichsten Mannschaften aus dem Monat September. Schönen guten Nachmittag aus dem sehr gut besetzten Kibun Park in St. Gallen zu diesem Spitzenkampf der 10. Runde. Der Rahmen, der passt, auch wenn aus dem Basler Fansektor Knallkörper zu vermelden sind. Die St. Galler Fans heute vorbildlich. Heute wollen sie auch wieder alle gemeinsam den FC St. Gallen unterstützen. Das war zuletzt gegen den FC Thun nicht der Fall. Die Schweizerische Lotteriegesellschaft übergibt 4,75 Millionen Franken an den Schweizer Fußballverband mit Präsident Dominique Blanc und an die Swiss Football League mit Präsident Heinrich Schichwerle. Der Präsident der Sport-Toto-Gesellschaft Bernhard Koch hat den Scheck eben überreicht. Stefan Klossner hat die Mannschaften aufs Feld geführt. Der 38-jährige Kantonsschullehrer hat in seinem letzten Spiel auch eine hitzige Ambiance vor sich gehabt. Pfiff in Griechenland. AEK Athen gegen PAOK Thessaloniki bekam da in der Pause sogar noch Besuch vom Besitzer von AEK Athen. Aber sie konnten sich nicht unterhalten, die beiden, wegen der fehlenden Griechischkenntnisse von Klosner. Und so ging die Sache rasch zu Ende. Stocker und Hefti sind die Captains der beiden Mannschaften und wir blicken
auf die ersten Elf und beginnen bei den Platzherren, bei Peter Zeidler. Er lässt zum dritten Mal hintereinander die gleiche Mannschaft auflaufen. Das heißt auch, dass Cedric Itten seinen Platz nur auf der Bank vorfindet. Aber never change a winning team, gilt es aus Sicht von Peter Zeidler zu sagen. Sehr jung die Mannschaft, selbstredend beim FC St. Gallen. Etwas mehr Erfahrung drin bei der Mannschaft von Marcel Koller, dem ehemaligen St. Galler Meistertrainer aus dem Jahr 2000. Auch da schauen wir auf die Aufstellung. In der Achse gibt es drei Wechsel. Bergström kommt, Gampo kommt und Gabral sind neu dabei. Der vierte neue im Vergleich zum letzten Auftritt. Okafor. Er schoss als Einwechselspieler das 2:2 in der Europa League gegen Trabzonspor. Jonas Omlin ist der einzige Basler, der immer in der Startformation stand bei allen Ligaspielen. Fabian Frey heute übrigens aus Rotationsgründen nicht einmal im Kader. Er ist im Stadion, wird aber geschont. Noah Okafor hat den Vorzug heute vor Kevin Bua bekommen. Und was er drauf hat, dieses Riesentalent Okafor, hat man eben am Donnerstag in der Türkei gesehen. Es geht los. Dem FC Basel in Rot-Blau und von links nach rechts und der FC St. Gallen ebenfalls in den klassischen Farben in Grün und Weiß. Die letzten drei Heimspiele hat der FCSG alle gewonnen und die Ostschweiz ist ja begeisterungsfähig im Fußball. Darum heute eine Prachtkulisse an diesem Sonntagnachmittag. Sergio und Lütter. Babic erkämpft sich den Ball. Widmer. Gabral. Ademi sitzt auf der Bank gegen seinen Juniorenclub. Kemal Ademi muss Brasilianer Gabral den Vortritt lassen und für dieses Trikot ziehen. Haben manche Schiedsrichter auch schon prompt die gelbe Karte gezückt. Klostner belässt es bei einem strengen Blick und bei einer Ermahnung. Valentin Stocker. Steilpass für Gabral, gut getimt, aber Stergiu hat die Türe zugeschlagen. Leonidas Stergiu, der Jüngste im Team der St. Galler. Frech nach vorne, sollen sie spielen, hat Zeidler ausgegeben. Man möchte den Höhenflug, solange es geht, auskosten. Und hier gibt es Eckball für den FC St. Gallen. Zeidler sagt, heute ist eine andere Hausnummer zu Gast mit dem FC Basel als zuletzt tun. Aber gegen die Berner Oberländer haben wir schon vieles von dem umgesetzt, was ich auch sehen will. Der Eckball, knapp über den Kopf von Stergiu fliegt der Ball. Victor Ruiz hat seinen festen Platz bei den Ostschweizern. Einer von fünf Spielern unter Zeidler, die in dieser Saison immer in der Stammformation gestanden haben. Damit hat Zeidler auch schon früh ein klares Gerippe und eine Hierarchie in diese Mannschaft eingebracht.
Zuffi. Sehr fleißige St. Gallen. Demirovic auf Ruiz. Muheim. Abschluss! Und was für einer, aber auch was für eine Parade von Jonas Omlin. Viel Selbstvertrauen bei Boris Babic. Und dann die Flugeinlage von Omlin. Die hat es gebraucht. Starke Einstiegsszene in diesen Spitzenkampf nach 4 Minuten. Jonas Omlin. Genauso wie der heute auf der Ersatzbank sitzende Eray Cömert auch im Nationalmannschaftsteam von Wladimir Pekovic aufgeboten für die Länderspiele gegen die Dänen und die Iren. Defensiver als zuletzt eher neben Daulan Chaka als vor ihm. Dies darum, weil Samuele Campo für den Posten als Zehner hinter Cabral nominiert worden ist. Marcel Toller. Gelöster Eindruck vom FCB-Cheftrainer. Zum Ende einer intensiven Phase mit 3 englischen Wochen am Stück. Und Koller weiß, er kann im Moment auf ein hochwertiges Kader zurückgreifen. Viele Positionen sind doppelt besetzt, gleichwertig besetzt. Egal, wen er bringt, die Leistung der Rot-Blauen, die stimmte. Auch bei Okafor, der hier am Ball ist und zum Dribbling ansetzt, zum Schuss ansetzt. Da ist die erste Parade jetzt auch vom St. Galler Schlussmann nötig gewesen, Dejan Stojanovic. Starke Szene von Noah Okafor. Mit beiden Füßen hat er da gearbeitet. Links und rechts. Sich vorgelegt. Die nächste Szene war dann schon wieder im Basler Strafraum mit Demirovic gegen Alderete. Lukas Görtler. Jérémy Guimeno. Chaka fällt den U21-Nationalspieler. Gelbe Karte. Eine frühe Verwarnung gegen Daulan Chaka. Schon in der 8. Minute. Der FC St. Gallen ist eine Mannschaft, die in
dieser Saison auftrumpft bei den Standards. Vor allem wegen ihm, wegen Jordi Quintilla. Zwei Freistoßtore hat er schon geschossen. Ein Mann mit viel Gefühl im Fuß bei Freistößen. Und nicht nur Gefühl, sondern auch Freistoßhärte hat er schon gezeigt. Probiert es direkt. Und wir haben schon schlechtere Freistöße aus so großer Distanz gesehen als diesen hier von Quintilla. Zeigt auch noch einmal das aktuelle Selbstvertrauen beim FC St. Gallen. Ström verschätzt sich. Mirovic abgelaufen von Alderete. Zweiter St. Galler Corner. Mit Victor Ruiz. Neue Variante, ganz viel Verkehr vor Jonas Omlin im 5-Meter-Raum. Babic, Ruiz. Quintilla. Ich habe es vorhin gesagt, der Mann kann auch einfach draufhalten. Bringt ordentlich Wumms in seinen Schuss rein mit links und Omlin kann nicht festhalten, aber abwehren zum Eckball. Sergio. Ein aktiver Beginn des Tabellendritten. Gegen den Leader der Super League, gegen den FC Basel, der ja nur ein einziges Spiel in der Meisterschaft verloren hat im ersten Quartal. Und das war zu Hause gegen den FC St. Gallen in Runde 2. Seine jungen Wilden legen vor. Seidlers Mannschaft, die war ziemlich am Ende der Kräfte nach der englischen Woche mit 3 Spielen in 8 Tagen. Deshalb musste St. Gallens Übungsleiter während dieser Woche lange dosiert trainieren, damit der Energiehaushalt wieder in die richtige Balance gekommen ist. Emil Bergström hat zur Seite abgewehrt. Der nächste Schuss kommt auf Omlin, einer von Lukas Görtler. Der Basler Schlussmann deutlich mehr mit Arbeit beschäftigt als sein Gegenüber in dieser Startphase, die bald eine Viertelstunde alt ist. Chaka.
zweite Meisterschaftseinsatz für Emil Bergström. Heute mit einem neuen Partner. In Zürich hat er mit Schömert verteidigt, heute mit Alderete. Bedrängt von Campo. Stocker. Auf Campo. Auf der anderen Seite ist Platz da. Das hat Campo gut gesehen. Okafor gegen Muheim. Muheim bleibt Sieger. Eigentlich ja ausgebildet als Offensivkraft, Miro Muheim, umfunktioniert worden nach seiner Kreuzbandverletzung zum Außenverteidiger. Aber das Gespür für den offensiven Gegenspieler hat Muheim von seiner Ausbildung her noch im Kopf und hier auch richtig antizipiert, was Noah Okafor im Sinn hatte. Valentin Stocker. Ström trifft den Ball. Jedenfalls zuerst. Erst danach den St. Galler. Jetzt sehen wir es genau. Das sehe ich aber jetzt doch auch eher als zu grobes Einsteigen von Bergström. Das wäre ein Foul. Selbst wenn er den Ball noch getroffen hat. Gestrecktes Bein gegen Jérémy Guimeno. Das hätte einen Freistoß geben müssen für St. Gallen. Guimeno, der offensivste Mittelfeldspieler in der Raute. In diesem 4-4-2 von Zeidler. Stocker auf die Seite zu Petretta. Geradlinig nach vorne beim FC Basel. Cabral wird gesucht. Spiel schnell gemacht von den Baslern. St. Gallen noch nicht auf dem Posten und Noah Okafor schließt ab. Allerdings ziemlich harmlos für diese günstige Position. Einwurf für St. Gallen mit Kapitän Silvan Hefti. Silvan Hefti heute wieder einer von insgesamt 7 Spielern in der Startelfstellung beim FC St. Gallen, die im U21-Alter sind. Thank you.
Betreter. Luca Zuffi. Da war kein Durchkommen am Flügel. Aber die Rückwärtsbewegung des FC Basel funktioniert dann einwandfrei. Samuele Campo. Noah Okafor. Das ist ein Zweikampf, der auch mit einem Freistoß für die Basler hätte enden können. Hier heftige Bearbeitung von Muheim. Ein Freistoß wäre absolut drin gewesen. Aber Schiedsrichter Klossner lässt die Leine locker, lässt hohe Intensität in den Zweikämpfen zu, und zwar auf beiden Seiten. Bald um. Ein aktives St. Gallen. Hatte ein, zwei valable Abschlussgelegenheiten. Der FC Basel beginnt allmählich mehr fürs Spiel zu tun. Der Branchenleader der Schweiz macht im Moment gerade das Spiel mit Valentin Stocker. Leonidas Stergiou, sehr frech vom 17-jährigen Stergiou gegen Valentin Stocker. Die Basler weisen mehr Erfahrung und Routine auf. Werden sich auch mal sagen, gerade hier in St. Gallen lassen wir die Grün-Weißen mal sich austoben, schauen, ob sie sich Fehler erlauben und schauen ja, ob Power die ganze Zeit anhält und reagieren dann, wenn etwas möglich ist. Stocker. Wieder nur zweiter Sieger gegen Stergiou. Er berät den Ball mit fairen Mitteln erkämpft. Ruiz. Oh, Bergström. Da läuft der Vorteil zuerst weiter, jetzt aber gibt es Freistoß und das muss auch gelb geben. Das war ein Eishockey-Check von Emil Bergström. Zweite Verwarnung gegen den FC Basel. Nach Chaka wird jetzt Bergström auch mit Gelb bedacht. Und schon die erste gelbe Karte resultierte nach einem Foul an Jeremy Gimeneau. Bergström kampfbereit mit Mundschutz unterwegs. Eine Kampfansage von Bergström an die St. Galler Angreifer. Wir schauen kurz auf die anderen Plätze, da ist nämlich soeben das erste Tor gefallen. Die Young Boys legen vor beim FC Zürich. Arthur Cabral. Gute Szene. Zuffi auf Stocker. Auch das passt. Stocker quer. Da
fehlt dann die letzte Präzision. War ein guter Basler Angriff. Aber ohnehin war da noch eine Abseitsstellung dabei. Hier allerdings sehe ich das auf gleicher Höhe. Muheim und Stocker. Hat sich der Assistent draußen an der Linie verschätzt. Chaka. Petretta. Langer Lauf vom Verteidiger. Bergström auf Zuffi. Lauf von Okafor. Positioniert. Seine erste Angriffswelle. Des FC St. Gallen hat der FC Basel abgewehrt und überstanden. 0:0 Mitte der ersten Halbzeit. Eine intensiv geführte Partie. Es ist schon etwas länger her, seit wir eine Torchance zu notieren hatten. Gimeno. Stergiu. Bergström. Freistoß St. Gallen. Chaka. Da ging es um den Ball. Foul, ja, aber keine zweite gelbe Karte. Gleichwohl, Daulan Chaka muss aufpassen. Muss sich gut überlegen, wie er in die Zweikämpfe geht. Marcel Koller mit der Anweisung, wie er sich zu verhalten hat.
Also Dauland Xhaka ist sicher gut beraten, sich in den Zweikämpfen nicht mehr allzu viel zu erlauben. Sonst wäre das noch ein langes Spiel für ihn. Oder je nachdem eben auch noch ein kurzer Auftritt. Lukas Görtler, den hat es getroffen. Freistoß fällig. Dauland Xhaka schon mit dem nächsten Foul. Er läuft heiß, Xhaka. Aber überpacen, wie gesagt, darf er nicht wieder das Spiel zu Ende machen. St. Gallo übrigens wieder komplett Görtler zurück auf den Platz. Auf dem zweiten Pfosten, da stand Bergström. Görtler für Hefti. Zuffi. Was gefällt, ist der Auftritt des FC St. Gallen, weil er etwas ungestüm dann und wann, aber mit 100% Leidenschaft auf den Platz gekommen ist. Weil er keinen übermäßig großen Respekt vor dem FC Basel zeigt. Seine eigenen Chancen nutzen will. Das führt hier zur Strafraumszene, die mit keinem Elfmeter endet, sondern mit einer gelben Karte gegen Gimeno. Babic sitzt am Boden. Wir schauen uns die Szene an. Hier ein Ziehen am Trikot von Bergström. Das hat der Schiedsrichter gepfiffen. Das war die vierte Gelbe, er wird also dann fehlen nach der Länderspielpause. Zuerst war der Griff, glaube ich, da vom St. Galler am Trikot des Baslers hernach. Dann kommt auch die Wischbewegung von Bergström dazu gegen den St. Galler Babic. Also, ich glaube, Klosner liegt richtig mit seinem Verdikt. Die gelbe Karte gegen Gimeno gab es an Gregor Schwalbe hernach. Das ist Demirovic. Einen Tick zu lange hat er gebraucht. Neuverpflichtung. Ermedin Demirovic
erst seit letztem Monat im Team des FC St. Gallen. Jugendspieler beim HSV und bei Leipzig. Zuletzt hat er in Spanien in der zweiten Liga gespielt bei Almeria, dieser Demirovic, der heute anstelle von Iten vorne beginnen durfte. Vielleicht sind da doch noch Müdigkeitsreste vorhanden im Team der Basler nach der langen Auswärtsreise in die Türkei bei Trabzon. Jedenfalls ist es dem FC Basel bisher nicht gelungen, die Partie zu kontrollieren. Die Basler sind in dieser ersten Halbzeit mehrheitlich damit beschäftigt, abzuwehren. Ganz der Pädagoge, erklärt Marcel Koller, wie das Spiel weiterläuft und warum. Inter gegen Juve. Absoluter Spitzenkampf, dieses Derby d'Italia. Heute Abend gilt es reinzuschauen, einzuschalten auf Teleclub Sport. Gimeno. Quintilla. Aber am Ende sind sie sich nicht einig gewesen, die St. Galler, wie sie in den Strafraum kommen wollen. Haben sich festgelaufen. Und der Einsatz, der ist großartig, der Grün-Weißen. Und genau das wollen sie besonders hier in St. Gallen sehen. Victor Ruiz gegen drei Basler, erfolgreich. Lukas Görtler. War der Ball noch berührt worden, so wie es Görtler anzeigt. Schiedsrichter haben anders entschieden. Wir sehen, dass da wohl noch ein Kontakt da war und es eher Eckball hätte geben müssen. Omlin, das war knapp. Die Spitze, die weiten Zuspiele kommen beim FC Basel mehrheitlich nicht an. Babic gegen Alderete. Zupfen hier, zupfen da. In der Summe hebt sich das auf. Ein Indiz, um zu verstehen, wie diese Partie bisher gelaufen ist.
Silvan Widmer ja in prächtiger Verfassung. Normalerweise stößt er oft über seine Seite mit nach vorne. Heute praktisch nie. Aber, und auch das sei erwähnt, der FC Basel schafft es, das zu Null zu halten. Das, obwohl der FC St. Gallen sehr, sehr viel investiert in diese Partie gegen den FCB. Boris Babic. Dann Hefti. Großchancen, die fehlen. Es sind Strafraumszenen, es gibt Abschlüsse beim FCSG. Aber dann, wenn es ans Eingemachte geht, dann packen die Basler zu. Dann stehen sie richtig. Dann machen sie keinen Fehler. Gelb, eher streng. Luca Zuffi. Görtler mit dem weiten Pass. Babic übernimmt. Hat all die Räte vor sich. Silvan Hefti. Gemi nach vorn, zwingt Omlin zur Parade. Ein Abpraller bei Jonas Omlin. Das sieht man nicht häufig. Und dann der Gegenzug. Vor, müsste aber dafür schon den Ball mitnehmen. Cabral. Einfach mal noch draufgehalten von Cabral. Und zuvor war es die Szene mit Babic und mit Hefti. Kleine Unsicherheit bei Jonas Omlin. Schien es mir nicht zu sein. Unsportlichkeit, das Verdikt mit Gelb bei Cabral. Der Schubser hier wird sanktioniert. Pfeffer ist drin in diesem Spiel und zusammengezählt waren das schon 5 gelbe Karten
die Stefan Klossner gezückt hat. Dreimal gegen Basel, zweimal gegen St. Gallen. Jeremy Gimeno. Xhaka durfte nicht mehr eingreifen. Demirovic. Petretta. Die Szenen wiederholen sich. St. Gallen läuft bis an den Strafraum der Basler auf. Und dann machen Bergström, Alderete und Co. den Laden dicht. St. Galler liegen in der Schussbilanz deutlich vorn mit 6:2. Aber nur einer dieser 6 St. Galler Abschlüsse fand innerhalb vom Strafraum statt. Zu null Ecken in dieser ersten Halbzeit. Cabral. Stocker rennt vergebens. Die Nachspielzeit ist um. Die Mannschaft von Peter Zeidler legt einen hohen Rhythmus an den Tag, fordert den FC Basel heraus. 0:0 das Pausenresultat. Vor vollen Rängen im Kibun Park. Obwohl keine Tore gefallen sind, eine erste Halbzeit, die man sich gern und gut anschauen konnte. Es ging hin und her. Immer was los. Ein paar knackige Zweikämpfe waren auch dabei. Aber noch keine Tore. Die 5 gelben Karten deuten auch darauf hin, dass heute etwas auf dem Spiel steht. Kompliment an die Einstellung des FC St. Gallen. Die Ostschweizer sind marschiert. Man merkt, 4 Siege hintereinander beflügeln, auch gegen den FC Basel. Der FCB war aber stabil genug in der Defensive, um dieses 0:0 zu verteidigen, zu halten. Die große Frage vor der zweiten Hälfte wird dann sein, wie es um die Kräfteverhältnisse bestellt ist. Denn die St. Galler laufen wirklich irrsinnig viel. So, und bei uns geht's weiter, erst mit einer kurzen Werbepause und danach übernehmen die Kollegen unten am Feldrand, namentlich Mevion Heim wird das sein. Die Raiffeisen Super League auf Teleclub wird präsentiert von Raiffeisen, Sporttipp, Swisscom und Blick.
Fußball ist schon geil. Leider läuft das Spiel manchmal, wenn etwas anderes auch läuft. Darum gibt es jetzt die neue App «Goal» von Teleclub. Mit dieser App weisst du nicht nur, wenn jemand ein Goal geschossen hat. Du siehst sogar das Video dazu. Was? Deine App zeigt sogar das Video? Klar. Dank der «Goal»-App kann ich machen, was ich will und sehe trotzdem jedes Goal. Hol dir die neue App «Teleclub Goal» und erlebe die Video-Highlights aus den besten Fußballligen Europas. Unmittelbar nachdem sie sich auf dem Platz abspielen. Swisscom TV-Kunden mit Teleclub Sportabo haben die App bereits gratis in ihrem Abo integriert. Goal, jetzt downloadbar. Phase Ereignisarm. Jetzt noch dieser unnötige Ballverlust. Hervorragend reagiert. Und dann dieser herrliche Kopfball. Welch Eleganz. Jetzt die Möglichkeit. Der Ball ist drin. Tor! Eine Superkiste. Das volle Sportprogramm. Direkt bei dir hier. Alle Spiele live auf Teleclub. Ja, man kann sich zwischenzeitlich bei den Rot-Blauen nur mit beinharten Tacklings wehren. Der Emil Bergström gegen den Jeremy Gimeno Zangauer sind die bessere Mannschaft. In dieser ersten Halbzeit, vor allem die ersten 15 Minuten, da ist man sehr frech, kommt immer wieder mal zum Abschluss. Schon in der vierten Minute, da hat man eine erste Duftmarke gesetzt. Und zwar war das der Boris Babic, der abziehen in dieser vierten Minute. Es war ein riesen Weltschuss. Und wir hier sehen, der Jonas Somlin hat aber noch etwas dagegen gehabt. Aber so eine erste Annäherung, definitiv beides stark gemacht, sowohl vom Schütz wie auch vom Goalie. Also das hat schon mal so eine richtige erste Szene gegeben, wo man gewusst hat, in welche Richtung das es gehen könnte. Und das war dann der FC St. Gallen, der in den ersten 15 Minuten von diesem Spiel weiterhin eben konnte poweren in der 11. Minute. Eine weitere gute Möglichkeit. Diesmal war es der Jordi Quintilla, den man ja kennt als guten Fernschütz. Auch hier braucht Jonas Somlin, der ein bisschen unkonventionell musste abwehren in dieser Szene. Das hier also noch einmal der Schuss, hat man vielleicht leicht geflattert und Jonas Somlin noch der ein oder andere Spieler vorne dran gehabt. Und ich darf jetzt an dieser Stelle oder Alain Sutter begrüßen, der bei uns im Studio ist, der Sportchef vom FC St. Gallen. Wir haben jetzt gerade den Weitschuss von Boris Babic angeschaut und den Weitschuss von Jordi Quintilla. Ihr seid jetzt auch noch schnell bei der Mannschaft gewesen, habt ihr gespürt? Man ist sehr gut unterwegs, zeigt eine gute Leistung. Wie ist die Stimmung? Ruhig oder doch auch sehr energiereich? Nein, sehr konzentriert und all fokussiert, genau so wie sie die ersten 45 Minuten gespielt hat. Man sieht, dass jeder auf seine Aufgabe absolut fokussiert ist. Und genau um das geht es jetzt. Zweite Halbzeit, der anknüpfen. Sehr gute erste Halbzeit gewesen, aber die zweite Halbzeit muss genau gleich sein oder noch etwas mehr, wenn man gegen Basel irgendetwas holen will. Aber bis jetzt hat man zwei sehr gute Weitschüsse gehabt. Man kommt immer wieder gefährlich, die eine oder andere Strafraumaktion. Hat man so ein bisschen den entscheidend letzten? Oder die Genauigkeit fehlt noch ein bisschen? Wie seht ihr es? Nein, ich glaube nicht Genauigkeit, sondern es ist sehr eng. Basel verteidigt auch gut. Ja, wir sind aber immer am Versuchen, die ganze erste Halbzeit. Und immer wieder sind gefährliche Aktionen dabei gewesen. Ja, die letzte Entschlossenheit und wirklich so die grosse Chance rauszuspielen, fehlt noch. Manchmal ist immer wieder das Basler Bein dazwischen. Aber wenn wir so weitermachen, dann können wir auch die. Aber das ist wichtig, oder? Der dranbleiben, vor allem hinten gut stehen. Wir haben keine Chance zugelassen. Und um das geht es primär mal. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, über den Höhenflug vom FC St. Gallen aktuell zu reden. 4 Siege in Serie in der Liga, heute Spitzenkampf gegen den FC Basel. Wenn wir jetzt so ein bisschen im Stadion schauen, praktisch volles Haus. Was löst es bei euch aus, auch bezüglich einem Projekt mit dem FC St. Gallen, das man ja da in Angriff genommen hat? Ist man jetzt schon so ein bisschen langsam, ich sage bewusst langsam an dem Ziel, das man eigentlich möchte? Nein, man sieht einfach, dass man mit Fußball hier in der Ostschweiz die Leute bewegen kann. Es ist mega cool, dass wir so eine Kulisse haben, dass wir so treue Fans haben. Und genau für das lohnt es sich, dass wir hart arbeiten, alle zusammen tagtäglich und versuchen, dem Publikum auch Freude zu machen. Und ich glaube, jetzt die erste Halbzeit
sind die Zuschauer sicher zufrieden gewesen und genau um das geht's. Oder schlussendlich sind wir Teil von der Unterhaltungsbranche und wir müssen die Leute, die da kommen, unterhalten. Und wenn wir sie gut unterhalten, dann kommen sie auch immer wieder. Und ja, jetzt haben wir eine gute Unterhaltung geboten. Jetzt wollen wir noch schauen, dass wir ein paar Punkte am Schluss bei uns haben. Der hat auch immer wieder mal Beton gehabt. Der hat lieber ein 4-3 als ein 1-0 hier in diesem Stadion. Wie nach ist der FC St. Gallen jetzt im Moment in dieser erfolgreichen Phase diesen Idealvorstellungen? Ja, ich glaube, es geht ja nicht immer nur um die Idealvorstellung, sondern es geht immer darum, wo steht man momentan und was bringt man. Und, ich bin einfach so, ja, so bin ich. Es ist noch nichts passiert. Ich rede noch überhaupt nicht von einer erfolgreichen Phase, sondern erfolgreiche Phasen sind dann mal, wenn 10-15 Spiele nacheinander gewinnst, wo so Basel oder Ibe uns vorgemacht haben. Aber jetzt haben wir mal ein Viertel von dieser Meisterschaft gespielt und es ist noch gar nichts passiert. Aber der Auftritt heute auch wieder gegen Basel, erste Halbzeit, ist gut. Aber, und das ist der Fußball, es geht weiter. Mit dem, was passiert ist, da kannst du nichts kaufen, sondern abhaken und weiter geht's. Und diese Mentalität müssen wir zeigen. Und ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit genau dort wieder anfängt, wo sie aufgehört haben. Der sagt es, oder? Es ist ja ein enorm kurzfristiges Geschäft. Das hat auch damit zu tun, wenn ihr jetzt verlieren würdet, würden wir Journalisten unter anderem auch wieder dafür sorgen, dass der Lauf plötzlich beendet wäre, mit je nachdem, wie man die Niederlage bewerten würde. Ich möchte noch schnell auf die Spieler kommen, die ihr auch im Sommer geholt habt, die jetzt langsam reüssieren. Ihr hättet im 2. September noch einen Doppeltransfer machen mit dem Demirovic und dem Ribeiro. Der Demirovic hat schon getroffen. Wenn man jetzt anschaut mit Görtler, mit Quintilla, mit Lothar, also das sind alles Spieler mit dabei, die ihr geholt habt. Ist es irgendwo durch jetzt gleich auch eine Bestätigung, weil wir immer das Gefühl hatten, reüssiert plötzlich einen aus der 4. spanischen Liga, zum Beispiel Ruiz? So. Nein, geht nicht um eine Bestätigung, sondern die Jungs machen es gut jetzt im Moment, aber auch da, das ist noch viel zu früh, zum Abschliessen können sagen, haben die voll reüssiert oder nicht. Lassen wir mal die Saison vorbeigehen und dann sehen wir Ende der Saison, wie dann über eine längere Frist die Performance ist von diesen Spielern. Und dann kann man sicher ein bisschen mehr sagen, aber jetzt ist es noch viel zu früh. Und trotzdem ist es für euch überraschend, dass man jetzt so im Moment so eine Serie herlegen kann? Auch wenn es, sagen wir mal, eine kurzfristig erfolgreiche Serie ist, ist es zu früh gekommen oder nimmt man sie dann, wenn sie kommt, oder seid ihr überrascht? Nein, wir haben natürlich schon mit dem Gros von dieser Mannschaft ein Jahr gearbeitet. Der Trainer hat seine Ideen schon reingebracht. Also da ist vieles schon letztes Jahr vorbereitet gewesen. Und die Vorbereitung hat es gezeigt, dass wir schon wieder einen Schritt weiter sind. Und auch der Anfang von der Saison, obwohl dass wir noch nicht wirklich grosse Punkteausbeutung hatten, sind doch die Leistungen dementsprechend gut gewesen und wir haben dort die Entwicklung gesehen. Also, aber auch da, es geht immer von Spiel zu Spiel. Das, was ich gesehen habe, abhaken, interessiert überhaupt niemand mehr, sondern was zeigen sie jetzt? Er hat gesagt, abhaken, wir haken die erste Halbzeit ab. Schauen wir auf die zweite. Die erste ist sehr intensiv, dennoch Kraft sollte ja länger im Jahr. Nein, das ist unser Anspruch, dass wir in dieser Art und Weise 90 Minuten spielen. Das hat die Mannschaft aber auch schon mehrmals gezeigt, dass sie das Tempo durchziehen kann, 90 Minuten. Man darf aber nie vergessen, es ist ein Gegner auf dem Platz und heute haben wir sicher einen Gegner auf der anderen Seite, der im Moment die beste Mannschaft ist in der Schweiz, sehr souverän auftritt. Also da muss mindestens noch mal so eine Leistung hin, wie in der ersten Halbzeit, für das wir hier etwas holen. Wir sind gespannt auf die zweite. Danke vielmals, Alain Sauter, für die ausführliche Antwort. Und seit da war der Alain Sauter, also der Sportchef vom FC St. Gallen. Der gibt sich im Moment noch ein bisschen vorsichtig. Ja, nicht das grosse Hype lostreten. Hat natürlich auch damit zu tun, dass man eben gerade die jungen Spieler, die man hat, auch nicht abheben will. Also man plant hier bewusst sehr vorsichtig und macht, wenn es so weiterläuft, also weiterhin Fortschritte beim FC St. Gallen. Jetzt wollen wir noch auf die anderen Plätze wechseln. Es sind ja noch zwei Spiele am heutigen Nachmittag. Auf der einen Seite haben wir ja den FC Lugano, gegen den FC Sion spielt, da müssen wir nichts zeigen. Also nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil wir einfach auch nicht können, weil es dort noch keine Goal gegeben hat. Und dann wechseln wir noch ins Spiel im letzten Grund, wo der FC Zürich daheim auf Berner Young Boys treffen. Die Zürcher haben unter anderem in der ersten Halbzeit einen Lattenschuss zu verzeichnen gehabt, aber Berner war es dann, wo in Führung gegangen. Und zwar ist es schon der Mann, der zuletzt in der Europa League also realisiert hat, der Christian Fasnacht in der 22. Minute. Kommt da wunderbar freigespielt allein auf Janik Brecher und versorgt den im Kasten. Also dort diesbezüglich Berner also im Moment in Front. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist ein Spiel, wo es viele
strittige Entscheidungen gegeben hat, bezüglich auch VAR. Also man hat unter anderem eben zwei Goal gehabt, eins noch 2-0 zuerst von IB aberkannt. Und dann auf der anderen Seite hat auch noch der FC Zürich kurz vor der Pause den Ausgleich können schiessen. Auch das Goal hat man dann nachträglich aberkannt. Und damit ist es dort also im Moment das Spiel mit dem einzigen Goal am heutigen Nachmittag. FCZ 0 zur Pause. IB 1. Wir hoffen, dass es natürlich auch hier im Kipunpark noch Zehnte oder andere gibt. Und wenn wir Alain Sutter glauben, dann gibt es wahrscheinlich eine ähnliche intensive zweite Halbzeit. Und ich freue mich, dass die kommentiert wird für euch vom Beat Signer. Wir wünschen ganz viel Vergnügen. Raiffeisen Super League auf Teleclub wird präsentiert von Raiffeisen, Sporttipp, Swisscom und Blick. Der FC Basel ist die erste Mannschaft, die sich zurückmeldet für die zweite Hälfte hier in der Ostschweiz. Dass der FC Basel hier so richtig herausgefordert worden ist, zeigt auch die Tatsache, dass der Tabellenführer der Raiffeisen Super League in der ersten Hälfte nur gerade dreimal aufs Tor von Stojanovic schießen konnte. Dagegen Jonas Omlin sah sich 10 Abschlüssen der Grün-Weißen gegenüber. Aber 0:0, der Zwischenstand, es gibt keine Wechsel. Anstoß für St. Gallen. Der Tabellendritte läuft an jetzt von links nach rechts nach dem Seitenwechsel. Nirgendwo. Lüttach. Stergiou. Ruiz. Hefti. Mirovic lenkt ab. Keine Minute vorbei. Und der FC St. Gallen hat seine erste Chance nach Wiederaufnahme der Partie. Muheim mit einer präzisen Flanke auf den Kopf von Ermedin Demirovic. Ablenker in Richtung Weideseck. Omlin sicher. Da unter Druck, kriegt Unterstützung von Görtler. Demirovic. Ruiz, wendiger, agiler Spieler. Ruiz. Zwischendurch musste der in der vierten spanischen Liga seine Brötchen verdienen.
25 Jahre alt, zählt damit bereits zu den Teamsenioren beim FC St. Gallen. Ehemaliger Nachwuchsakteur von Valencia. Ja, noch 0-0 steht, muss noch gar nichts heißen für das Endresultat, denn Basel und St. Gallen sind die Mannschaften, die nach dem Seitenwechsel die meisten Tore erzielt haben in der Super League. 16 Mal der FC Basel alleine nach der Pause und auch St. Gallen schon 9 Mal erfolgreich gewesen im ersten Quartal. Silvan Widmer, gestellt von Miro Muheim. Kaolan Chaka, Luca Zuffi auf Chaka. Verteidigung hält beim FC St. Gallen, hat aufgepasst. Intia. Petretta. Klug, was Petretta da anstellte. Schießt den Gegenspieler an, riskiert keinen Eckball, Ballbesitz FC Basel. Gimeno blüht auf unter Zeidler im FC St. Gallen, Jeremy Gimeno. Dann und wann aber übertreibt das auch noch im jugendlichen Übermut, so wie eben hat es andere Wege gegeben, um vorbeizukommen. Okafor. Sehr schneller Spieler, sogar schneller mit Ball als Hefti ohne. Okafor mit der ersten Duftmarke des FC Basel nach dem Seitenwechsel. Sehr starker Lauf von Noah Okafor. Ein 50 Meter Sprint. Nochmal Okafor. Bergström auf Widmer. Cabral. Davor ausgerutscht. Campo steht frei. Basel meldet sich an in die zweite Halbzeit. Rot-Blau schafft es, den Ball hier am Strafraum zu halten. Der St. Galler Abschluss Samuele Campo. Bekanntermaßen ein sehr guter Distanzschütze. Hier verzieht er um rund einen Meter. Gute Ballführung, sehr eng. Dann schlecht angespielt und schafft es trotzdem, den Ball noch mal zu Hefti zu bringen. Demirovic. Babic. Ja,
Also, lange hat es nicht gedauert nach dem Pausentee, bis die Mannschaften Betriebstemperatur erreicht haben. Wunderbar gemacht von den St. Galler mit Gimeno Hefti und dann knapp verpasst von Ermedin Demirovic. Peter Zeidlers Powerfußball. Gemäß alles runter können die Ostschweizer 90 Minuten dieses Level halten. Und auf der Bank hat Zeidler unter anderem noch Cedric Itten, den Basel-Schreck. Und Koller, der hat den Herisauer Ademi noch als Joker. Ademi, der den FC St. Gallen bestens kennt. Diese beiden Stürmer laufen sich unter anderem im Moment warm. Heftig, gut verzögert. Der Pass zurück war auch, wie es im Lehrbuch steht. Nur haben dieses die Teamkollegen nicht richtig durchstudiert. Stocker nimmt Silvan Widmer mit. Xhaka hatte keine Abspielmöglichkeit. Foul Xhaka. Und wir behalten im Hinterkopf, dass Bauland Xhaka in der ersten Halbzeit schon verwarnt worden ist. Genauso auch wie Babic. Gimeno, giftig im Nachsetzen. Aber das gilt auch für Xhaka. Cabral. Muss heute sehr viel arbeiten als Stürmer des FC Basel, um ein paar Ballkontakte zu kriegen. Schlecht von Umlin. Görtler, Gimeno, Alderete am Kopf getroffen, geht zu Boden. Und die volle Wucht des Schusses abbekommen, Omar Alderete. Gimeno schießt. Alderete war nicht vorbereitet, dass der Ball ihm auf den Schädel fliegen würde. Und da geht auch ein steinharter Verteidiger wie Alderete zu Boden. Kopfweh bei Alderete und Schiedsrichterball als Fortsetzung der Partie. Umlin spielt den Ball zurück, das ist Fairplay. Ja.
Der Rete spielt weiter, holt sich den nächsten Kopfball ab. Okafor. Achtung, jetzt hat er Platz, jetzt hat er Raum. Spielt aber schwacher. Campo. Stock. Flanke Widmer. Davon, dass der FC Basel eine so herausragende Offensivreihe mit vielen Toren hat, war heute noch nicht zu sehen. Nach 24 Treffer bisher schon erzielt vom FCB. Das ist Topwert. Aber was auch erstklassig ist, das sind die nur 8 Gegentore. Und eine stabile Abwehr zeigt der FCB heute. Obwohl der Gegner alles probiert, um die FCB-Festung einzureißen. Boris Babic, den Ball wird er noch kriegen. Er steht schon im Strafraum drin, noch nicht mancher St. Galler. Boris Babic im Alleingang und dann, da merkt man, auch die Jugend in diesem Team der St. Galler kommt ein Pass zustande, der so nicht ankommen konnte. Bergström. Freistoß für Gimeno. Bergström kam da zu spät. Auch er, Emil Bergström, einer der Spieler, der mit gelber Karte unterwegs ist. Jérémy Gimeno, der schafft es, die Abwehrreihe des FCB zu fordern, ist wohl der meistgefaulte Spieler beim FC St. Gallen. Beim Freistoß Gidia. Ruiz, der nachsetzt. Ruiz zur Mitte, da steht Zuffi. Efti Demirovic. St. Galler greifen mit allen Feldspielern an. Abschluss Ruiz. Omlin kickt den Ball ins Out, weil Hefti getroffen wurde. Beim Fallen hat er sich am Knie weh gemacht, der St. Galler Captain. Im Zweikampf mit Arthur Cabral. Hefti wird gefeiert von den Fans. War vor einer Woche gegen den FC Thun herausragend, spielt auch heute einen sehr guten Part. Einer der Zuschauer heute, wir sehen ihn gleich, wenn er sich vielleicht noch in Richtung Kamera dreht, ist Fabian Frey. Basler Spieler aus Frauenfeld, heute nicht im Kader des FC Basel. Der
30-Jährige kriegt eine Pause. Ehemaliger Spieler auch des FC St. Gallen, Fabian Frey. Okafor. Ihm merkt man schon an, dass er etwas reißen will, dass er um seinen Stammplatz kämpft. Campo. Fernschuss neben das Tor. Und dann wird gewechselt beim FC Basel, ein Doppelwechsel. Eray Tschömert kommt zum einen. Er kommt für Thauland Tschakka. Absicht von Trainer Koller, wahrscheinlich auch keinen Platzverweis zu riskieren. Und dann kommt auch Kemal Ademi, der Appenzeller, der Ex-St. Gallen-Nachwuchsspieler. Das ist im Falle von Ademi dann ein Tausch im Sturm. Cabral raus. Da geht er runter vom Feld, Arthur Cabral. Heute kein Zuwachs auf dem Scorekonto für den Brasilianer. Tschömert übrigens hat die Tschakka-Position im Mittelfeld eben zu viel eingenommen. Wittmer. Stocker. Heute nicht in allen Szenen sicher. Aber hier klärt er dann. Falls vorerst, dann kommt Gimeno. Aufwand und Ertrag. Das ist das Missverhältnis beim FC St. Gallen nach 65 Minuten. Der FC St. Gallen vom Auftritt her, auch wenn er im Schweizer Cup schon ausgeschieden ist, liefert einen Fight wie in einem K.O.-Wettbewerb gegen den FC Basel. Er reißt die Zuschauer von den Sitzen, aber er hat noch kein Tor erzielt. Basel hat zweimal gewechselt, St. Gallen noch nicht. Itten ist immer noch nicht auf dem Feld. Der Spieler, der schon 5 Tore gegen den FC Basel erzielen konnte und beide Treffer realisierte im ersten Vergleich. Demirovic noch stürmen für den FC St. Gallen. Wann ist sein Tank leer? Das ist die wahrscheinlichste Option, dass Cedric Itten dann für Ermedin Demirovic kommen wird. Präsentieren wir den Zuschauerzahlen. Block 24 und FC St. Gallen 18, 7. Wir danken Sie für bis 16.000.
fast 17.000 Zuschauer sind, 16.900. Gampo mit dem Ball zur Mitte und die Großchance für Basel zur Führung. Luca Zuffi. Über Okafor ging es los, Gampo, Zuffi, fast das 1:0 für den FC Basel. Die beste Basler Chance in diesem Spiel. Knapp 17.000 Fans im Kibun Park. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Eine so große Kulisse bei einem Meisterschaftsspiel des FC St. Gallen. Selber nach. Beschäftigt Hefti. Hält lange aus, Valentin Stocker, der auch viel gefordert worden ist in letzter Zeit im Rest des FC Basel. Jetzt ist es bei St. Gallen soweit. Cedric Itten kommt rein in der 69. Minute. Es ist nicht für Demirovic, wo Itten kommt, sondern Boris Babic. Er geht raus. Der große Hoffnungsträger beim FC St. Gallen, Cedric Itten, mit Sprechchören der Fans begrüßt. Und er ist mit 4 Saisontoren bereits in dieser Saison erfolgreich gewesen. Gampo. Netta. Und ein neuer Zwischenstand. Ich höre, gibt es im Parallelspiel zwischen Zürich und IB. Der Schweizer Meister liegt jetzt 2:0 vorne. Sion Lugano nach wie vor 0:0. Das gleiche gilt für hier St. Gallen gegen Basel nach 70 Minuten. Silvan Hefti. Er ist seit längerem angeschlagen auf dem Platz. Zeigt jetzt an, es geht wirklich nicht mehr weiter. Normalerweise geht der Kapitän ja als letzter von Bord. Heute ist das nicht möglich. Hefti muss sich auswechseln lassen. Alessandro Kreuch kommt rein. 21 Jahre jung. Ist ja nur 5 Minuten gegen die Young Boys eingesetzt worden. Hat also in der Super League diese Saison ganz wenig Spielpraxis. Neuer Kapitän ist Jordi Quintilla beim FC St. Gallen. Alderete. Quintilla. Muaim. Mirovic. Muaim. Muaim kommt durch. Muaim mit dem Ball zur Mitte. Da stehen viele Rot-Blaue. Und der Ball geht an Basel. Thank you.
Gimeno von den Beinen geholt. Gelb. Die Konsequenz aus dem Einschreiten von Eray Tschömert. Noch nicht lange auf dem Feld. Tschömert kriegt die insgesamt dritte persönliche Verwarnung der Saison zu sehen. Xhaka ging raus. Sicher auch, weil er schon gelb vorbelastet war. Dann kommt Tschömert und kriegt auf dieser Position im defensiven Mittelfeld auch bald einmal den gelben Karton gezeigt. Kreuch, ein Ball für Omli. Es will nur nicht so richtig laufen beim FC Basel. Eine zähe Angelegenheit für den Leader. Verteidigt sehr stark für den FC Basel. Gewinnt so gut wie jeden Zweikampf. Das Stellungsspiel passt. Alderete, ein Fels in der Brandung gegen die St. Galler Angriffe. Weil Intensität und Rhythmus immer noch da sind in diesem Spiel, ist die Partie trotz 0:0 Zwischenergebnis keinesfalls langweilig. Eton, Muheim. Gejagt durch Raul Petretta. Nicht verlieren, das Primärziel beim FC Basel. Gerade heute, wo man sich schwer tut, gerade heute, wo auch der Energietank nicht ganz aufgeladen schien. Ruiz, Tretta. Wie für Cabral, so auch für Ademi. Nur wenige Bälle. Kaum einer im Strafraum. Ruiz. Cedric Itten. Mit Bergström vor sich. Itten quer für Ruiz, die Schussposition. Die war ausgezeichnet für den Spanier. Aus 16 Metern kann sich Ruiz hier versuchen
und trifft das Tor nicht, schießt rüber. Dieser Ball, der müsste auf den Kasten kommen, aus Sicht der St. Galler. Das ist eine ausgelassene, dicke Möglichkeit. Wessel Basel, Samuele Campo verlässt den Platz. Es kommt Kevin Bühr. Stockerner im Zentrum für Campo. Freistoß für den FC Basel. Wird Okafor behindert. Korrekter Entscheid. Freistoß Basel. Kurz noch der Blick zu Sion gegen Lugano. 1:0 für die Tessiner. Bühr. Die St. Galler übernehmen. Mit Ruiz. Eine Szene kann hier vielleicht schon zur Entscheidung führen. Eine geglückte Aktion oder ein Patzer. St. Gallen, trotz Jugend, bisher sehr reif, auch in ihrer defensiven Ausrichtung. Haben da Fortschritte erzielt. Können sie es durchziehen? Liegt sogar mehr als nur ein Punkt drin. Kreuch legt sich den Ball nochmal vor und dann sind schon zwei Basler wieder in Ballnähe. Demi hat den Ball mit der Hand mitgenommen, aber auch vor allem deshalb, weil er geschubst wurde. Darum innerviert sich Kemal Ademi auch so. Zu heftig, er kriegt Geld fürs Reklamieren. Lötter hier mit dem Stoß und dann kommt Ademi aus dem Gleichgewicht, kriegt den Ball an die Hand. Das hat ihm nicht gepasst. Ruiz über rechts. Basel zeigt immer wieder, dass es eine sehr starke Defensive hat. Nicht nur den besten Angriff der Liga, sondern auch die beste Verteidigung. Ruiz trotzdem durch. Und dann kommt Alderete und klärt. Klärt jedenfalls so weit, dass es nur Eckball gibt. Jordi Quintilla. Kriegt noch mal eine Flankenchance, Quintilla. Wollte selbst schießen. Zeidlers Batterien immer noch geladen. Das kennen wir. Ein sehr emotionaler Trainer an der Seitenlinie. Zeidlers Heimbilanz gegen Basel übrigens schlecht. Bisher viermal zu Hause angetreten. Zeidler gegen Basel alle vier Partien zu Hause verloren. Auswärts dagegen hat er gewonnen. Zweimal schon. Die
NHL hat den Betrieb wieder eröffnet. Wir zeigen immer wieder Spiele aus der besten Eishockey-Liga der Welt. Tampa Bay zu Gast gegen Carolina. Heute 23 Uhr. Sportschauen auf Teleclub möglich bis zum ins Bett gehen. Spitzenfußball und Spitzen-Eishockey. Die Entscheidung ist bei Zürich gegen die Young Boys wohl gefallen. 3:0 für die IBE. Und in diesem Moment Ausgleich. Sion 1:1 da. Der Spielstand gegen Lugano. Trotz aller Intensität auch eine schöne Versöhnung eben von Lukas Görtler nach seinem Foul an Valentin Stocker. Ein sehr starker Neuzugang, der Deutsche, stand einst auch im Kader des FC Bayern München. Verloren, aber er verwirft dann nicht die Hände. Nein, er setzt nach und er hat den Ball wieder. Schömer schüttelt er ab. Gimeno fällt. Bin gespannt, ob wir vielleicht mal eine Zeitlupe von diesem Duell sehen. War das sauber von Schömer? Stärkste Feldspieler des FC Basel heute. Luca Zuffi. Valentin Stocker. Okafor. Der Ball für Stocker nochmal gebracht. Aus Basel nach dem Duell Itzen gegen Alderete. Nochmal kurz da reingegangen von Alderete, war nicht mehr nötig. Und hier hat der Basler kurz außerhalb vom Strafraum Gimeno getroffen. Wäre ein Freistoß für St. Gallen korrekt gewesen. Kein Elfmeter, aber ein Freistoß. Das hätte es geben müssen. Prägend für dieses Spiel. Diese Szene zeigt es. Der Kampfgeist. Ein Fight. Mann gegen Mann. Ohne Rücksicht auf Verluste. Stocker.
St. Gallen stehen offen. Da kommt Lothar zu spät, aber Ademi, der kann den Vorteil jetzt nutzen. Ademi, Kemal Ademi mit dem Matchball wohl für Basel. Alleine vor Stojanovic und dann schießt er drüber. Das hier gelbwürdig natürlich. Klossner hat die Karte auch gezückt, ließ aber, und das war ebenfalls richtig, zuerst weiterlaufen, weil Ademi sich diese dicke Chance, diese Großchance bot. Vernascht Sergio und dann aber nicht mit der üblichen Kaltschnäuzigkeit unterwegs. Kemal Ademi vergibt für Basel. Stocker regt sich auf über dieses sehr rüde Einschreiten zuvor von Yannis Lothar. Eine Aktion irgendwo zwischen Gelb und Rot drin. Gelb sicher das Mindeste. Lothar hat sich auch hier wieder verschätzt, eilt aber im Eilzugstempo zurück. 2 Minuten noch auf der Uhr, dann die Nachspielzeit. Also einen Punkt hat der FC St. Gallen sicherlich verdient. Man sieht aber auch, die Basler, sie stechen zu, wenn es eine Möglichkeit gibt. Es waren 2 starke Chancen für den FC Basel in der zweiten Halbzeit. Zupfi mit der einen, eben Ademi mit der anderen. Die Basel haben noch Reserven, die sie anzapfen. Stocker am Boden. Spiel läuft weiter. Wittmer. Schlusssport des FCB. Und ganz zum Ende. Plötzlich sind die St. Galler in der Defensive. Etwas, was sie kaum einmal tun mussten in diesem Spiel. Nämlich eine Druckwelle der Basler. Abwehren. Freistoß für Ruiz jetzt gelegen. Zu schnell gespielt. Schon wieder Ballbesitz FC Basel. St. Gallen gegen den FCB. Das riecht eigentlich nicht nach 0:0, wenn man sich die Resultate dieser beiden Mannschaften anschaut. Aber jetzt fehlt nicht mehr viel für dieses torlose Unentschieden. Immerhin eines vor großer Kulisse und eines, das eigentlich nie zu Langeweile Anlass gab. 3 Minuten beträgt die Nachspielzeit. Angezeigt von der 4. Offiziellen übrigens, die heißt heute Esther Staubli. Foul zu viel. Am anderen sieht man an Ruiz. So in der Größenordnung von 30 Fouls in der Partie angelangt, ziemlich ähnlich verteilt. Die Foulspiele ein hoher Wert. Zeigt auf, wie es heute auf dem Platz zur Sache ging. Basel macht den Laden dicht. Die Basler wollten heute vor allem kein Gegentor kassieren. Das war das Hauptaugenmerk. Und wenn das gelingt, ist immerhin ein Punkt auf sicher in der Ostschweiz. Einen Punkt, den die Basler sicher mal nehmen würden. Das wäre dann erst das 2. Unentschieden der Saison. Allerdings, eBay gewinnt gegen Zürich, würde in der Tabelle wieder herankommen. Und St. Gallen gibt sich noch nicht zufrieden mit dem 0:0, Demirovic. Kopfball neben das Tor. Flanke Muheim. Das war
war nicht Demirovic, es war eher Jérémy Guiménot. Tor bei Sion gegen Lugano, 2:1 für Lugano. Und wir schauen auf Noah Okafor. Okafor mit seinem bekannten Haken. Mit dem Abschluss dann auf Dejan Stojanovic. Die letzten Sekunden der Nachspielzeit. Okafor arbeitet hinten mit. Alessandro Kreuchi. Jordi Quintilla. Null zu null ist das Endresultat im Kibun Park. Die Zuschauer, sie klatschen, sie applaudieren zu diesem Punkt gegen den FC Basel. 4 Siege hintereinander hat der FC St. Gallen hingereiht und heute ein 0:0 gegen Basel. Das darf man durchaus auch als Reifeprüfung, die bestanden wurde, ansehen für das Zeidler-Team. Nach vorne sehr viel investiert, aber die Basler haben gezeigt, dass sie über eine außergewöhnlich gute Defensive verfügen. Wenn er gefragt wurde, dann schritt Jonas Omlin ein. Basel spielt zu null, schießt vorne auch kein Tor, aber nimmt diesen Punkt sicher dankbar an. Itten, der Goalgetter, und Omlin, der Torhüter, beim Shakehands. Der Pulverdampf, er verzieht sich langsam über dem Spiel. Zwei Mannschaften sind aufeinander getroffen, die sich alles abverlangt haben. Und das darf als Kompliment aufgefasst werden für den FC St. Gallen, der seine Ungeschlagenheit also damit verlängert. Genauso auch wie der FC Basel. Der FC Basel, der die letzten 10 Pflichtspiele, das sind 3 Wettbewerbe mit vertreten, die letzten 10 Pflichtspiele nicht mehr verloren hat. Das ist eine ganz, ganz eindrückliche Serie der Rot-Blauen, die sie mit in die Länderspielpause nehmen. Erholen können sich sicher beide Mannschaften sehr gut nach diesem intensiven Spiel in der Ostschweiz. Tore hätten fallen können, sind sie aber nicht. In der zweiten Halbzeit hatte das Team von ihm, von Marcel Koller, sogar die beiden besten. Ein Kopfball von Zuffi und kurz vor dem Ende Kemal Ademi, der eingewechselt wurde. Er stand alleine vor Dejan Stojanovic. Er, der sonst keine Nerven zeigt vor dem Tor, lässt für einmal eine große Chance offen. Kemal Ademi. Und somit geht dieses Unentschieden dann auch in Ordnung. St. Gallen belohnt sich für den enormen Aufwand. Tatsächlich, die Ostschweizer konnten die Pace bis zum Schluss durchziehen. Und der FC Basel mit der guten Abwehr, mit der stabilen Defensive hat das zu Null gehalten. Aber am Schluss auch den Lucky Punch nach vorne nicht mehr ganz erreicht. Knapp 17.000 Zuschauer wollten dieses Spiel sehen. Ein toller Rahmen für dieses Spitzenspiel. Und jetzt hören wir zu bei St. Gallens Trainer Peter Zeidler. Peter Zeidler, 0:0 gegen den FC Basel aufgrund von des Spielanteils. Vielleicht sogar ein bisschen zu wenig für euch. Ja, ich denke, FC Basel hat auch Chancen gehabt. Ademi haben wir gesehen, sind immer gefährlich mit so tollen Spielern wie Stocker und auch Okafor. Aber ich denke, wir haben schon in der ersten Halbzeit viel, viel mehr Torschüsse. Und auch in der zweiten Halbzeit doch die ein oder andere klare. Na, es wäre nicht unverdient gewesen, aber freuen wir uns über die Leistung, die wir ansprechen. Die war teilweise sogar sehr gut. Wenn man den FC Basel wirklich an den Rand der Niederlage bringt, dann kann es nicht so schlecht gewesen sein. Der hat ja gesagt,
vorher, als ich gefragt habe, darf man gratulieren zum Punkt, hat er gesagt, nein, zum einem tollen Spiel. Also es ist schon, man trauert vielleicht eher diesen verlorenen zwei Punkte nach. Nein, das will ich nicht sagen, das wäre überheblich, aber FC Basel war sicher der Moment, sie zu schlagen. Da dürfen wir ja nicht so tun, als wäre das nichts gewesen am Donnerstagabend. Aber der Moment wäre da gewesen mit den Zuschauern, die uns unterstützen, knapp 17.000. Klar, aber gut, nicht verloren, kein Tor bekommen und auch in Art und Weise, wie wir gespielt haben, unsere Art und Weise durchgebracht haben, das war schon teilweise ja, beeindruckend. Es war ja auch eine Reifenprüfung. Ihr habt eine taktische Umstellung vorgenommen, wir haben viel darüber geredet. Mit dem FC Basel ist jetzt die Mannschaft gekommen, wo man wirklich schauen konnte, ob das verhält. Und man weiß, es verhält. Ja, wenn alle mitmachen und wir haben gesehen, wie die zwei Sturmspitzen mitmachen, wie Gimeno ein grandioses Spiel mitgemacht hat. Ruiz und Gottler sind eigentlich auch Sturm und haben auch mitgemacht, aber heute kann man alle loben. Heute waren wirklich alle gut und so müssen wir weitermachen. Trotzdem sind wir im Pokal immer noch nicht dabei, aber es war schon gut heute. Ja. Ich wünsche viel Glück weiterhin. Danke vielmals, Peter Zeidler. Und wir haben gerade den nächsten Gast, das ist der Luca Zuffi vom FCB. Schön, kommt er schnell vorbei. 0-0 gegen den FC St. Gallen. Zum ersten Mal in dieser Saison. Kein Goal für den FCB, wenn da nur nicht der Kopfball von euch war in der 68. Minute. Ja, super Ball von Samuele Campo. Leider habe ich damit gerechnet, dass der St. Gallen Verteidiger am Ball kommt. Ich war etwas überrascht, dass er durchkommt. Und ja, dann ist sie leider knapp drüber. Und eigentlich unglaublich, dass das Spiel 0-0 ausgeht, weil ja, es hat Chance en masse gegeben. Und Münterpunkt ist ein guter Punkt, denke ich, ausgerechnet gespielt sind. Und ja, jetzt geht es in die Nazi-Pause. Die Erkenntnis nach dieser Szene auch, der sieht noch nicht ganz Silvan Widmer. Ja, er hat natürlich einen super Kopfball. Man weiß, dass ich nicht gerade das Kopfball-Ungeheuer bin. Ich habe sie lieber auf dem Fuß. Aber trotzdem kann man natürlich so eine machen. Nach dieser intensiven Zeit, die man hatte, jetzt drei Wochen lang, immer eine englische Woche, ganze 9 Spiele, wo ordnet ihr den Punkt im Moment ein? Ihr seht, das ist ein guter Punkt und trotzdem, man hat halt jetzt nicht gewonnen vor der jetzt noch wieder längeren Pause. Ja, klar, wenn wir jedes Spiel gewinnen, das ist so. Und man ist enttäuscht, wenn man eben das nicht macht. Aber ich glaube, schlussendlich müssen wir den Punkt nehmen. Wir haben die englische Woche schon gemerkt, sind langsam müde geworden. Und ja, nach dem Spiel, das ausgeglichen war, nehmen wir den Punkt. Ja. Nehmt mich gleich noch Wunder, 0-0. Bis jetzt hat der FCB immer ein Goal geschossen. Warum ist es heute mit der Offensive nicht ganz so gelungen wie bis anhin? Ja, ich glaube, wir haben die Chance gehabt. Heute war sicher auch die Effizienz nicht so gut gewesen. Wir müssen sicher daran arbeiten, dass wir das nach der Nazi-Pause besser machen können. Wir wünschen weiterhin viel Glück. Danke vielmals, Luca Zuffi. Ja, der FC Basel heute also für einmal nicht siegreich, aber mit dem 0-0 bleibt er Leader während der Länderspielpause. Er hat 23 Punkte gesammelt, muss zwar Ibe herankommen lassen, aber die 1 bleibt der FC Basel. Und auf der anderen Seite die Fans des FC St. Gallen, die können zufrieden nach Hause gehen, haben eine gute Leistung des FCSG gesehen. Zwar keine Treffer bejubeln können, aber zum zweiten Mal hintereinander nach dem 4-0 gegen Thun, jetzt das 0-0 gegen Basel, keinen Gegentreffer kassiert die St. Galler. Apropos St. Gallen, da ist jetzt Boris Babic bei Mevion Heim. Ja, und der krackert das ganze Spiel, Boris Babic, vor allem in der ersten Halbzeit, immer wieder dir. Ein bisschen frustrierend war, dass noch heute kein Goal gelungen ist. Ja, auf jeden Fall. Mir ist viel vorgenommen vor dem Spiel und schlussendlich haben wir am Schluss irgendwie in der 80. Minute ist noch heiß geworden. Basel ist auch zu Chancen gekommen, der Kemal Ademi vor allem. Und ja, wir sind zufrieden mit dem Punkt. Ist auch gut gegen den Leader von der Super League. Aber vielleicht gleich auch mit der Erkenntnis, es wäre doch heute vielleicht gleich auch mehr drinnen gelegen. Ja, auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Boah, ist eine schwierige Frage. Oder wenn man die erste Halbzeit anschaut, die zweite, wie viele Goalschüsse ihr hattet und all das, denkt man vielleicht auch noch ein bisschen nachher, vielleicht hätte man den FC Basel heute doch schlagen können. Ja, zu Hause ist immer alles möglich bei uns, im Kibum Park mit unseren Fans. Und ja, schlussendlich, jeder Gegner, der hierher kommt, hat schwierig gegen uns. Ihr habt am Schluss das T-Shirt mit dem Kemal Ademi. Was verbindet euch? Man weiss, der Kemal Ademi hat natürlich eine Vergangenheit in diesem Verein. Hat er mal, wo er kleiner war, zusammen geshootet? Oder was ist die Verbindung? Ja, genau. Wir haben von der U16 zusammen bis zu der U21 zusammen gespielt. Und ja, wir sind immer noch Kollegen. Das bleibt so. Auch wenn wir jetzt auf dem Platz Gegner sind. Er hat irgendwie einen Wachstumsschub gemacht, den ihr kennengemacht habt, oder? Also, meinst du mit der Größe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir gratulieren Ihnen zu diesem Punkt. Peter Zeidler hat gesagt, wir dürfen gratulieren zu einer guten Leistung, aber immerhin ein Punkt gegen den FCB ist etwas. Danke vielmals, Boris Babic, für die ehrlichen Worte. Und an dieser Stelle, da geben wir jetzt also gerade ab in alle Spiele, alle Tore. Da gibt es natürlich auch alle anderen Highlights noch vom heutigen 10. Spieltag, bevor es dann wieder in eine Nationalmannschaftspause geht. Wir gehen gerade rein in diese Partie. Wir haben ja das Glück, dass wir jetzt an diesem Sonntagnachmittag ein richtiges Spitzenspiel analysieren dürfen. Der FC St. Gallen, der zuletzt viermal in Serie nicht verloren hat, trifft auf den FC Basel, der eine lange Reise hinter sich hat. Zum einen sportlich, zum anderen eben auch am letzten Donnerstag mit dem Match gegen Trabzonspor. Und wir schauen uns gerade mal die ein oder andere heisse Szene an in einem mega unterhaltsame Spiel, das wir gesehen haben im Kibun Park. Chance in der 77. Minute. Es ist hin und her gegangen. Es haben beide Mannschaften den Sieg verdient heute, oder? Ja, es war ein super Spiel zum Schauen. Und die Qualität von beiden Mannschaften. Ganz klar, auch von St. Gallen. Die fliegen auf einer Wolke. Und man sieht auch hier jetzt den Iten, der reingekommen ist, wo sie super aufleitet auf der Luis. Und in dieser Situation, also die kann auch besser machen. Er war ja eigentlich ein guter Schütze ist aus der Distanz auch, aber da zieht er wirklich zu hoch an. Und das war eine big chance, das weiss der Peter Zeidler auch. Die kannst du auch vielleicht in die Ecke schieben von 16 Metern. Aber ich bin da nicht der Goalgetter, Dani, oder? Hätte ich können. Du könntest vielleicht noch schieben oder irgendwie. Ja, also mit der Innenseite kurz hacken wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Hätte vielleicht auch machen wollen, aber in der Hast vielleicht hat er halt einfach die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe es noch spannend gefunden, vor allem auch, wir haben darüber geredet, Iten von Anfang an, nicht von Anfang an. Und ich finde, St. Galler haben einen guten Match gespielt. Und aber mit der Einwechslung von Iten hat er dann wirklich den Effekt gehabt, dass dann nochmal ein Schub durchgegangen ist. Und er hat sehr, sehr viele gute Aktionen gehabt, ist immer unterwegs gewesen. Also interessante Offensive dort in der Ostschweiz. Und interessant ist eben auch die Offensive beim FC Basel. Das haben wir in dieser Saison auch schon öfter thematisiert. Kemal Ademi, der als Stürmer Nummer 1 war. Dann ist Arthur Cabral gekommen, das hin und her. Beide spielen auf einem Top-Niveau. Und der Kemal Ademi, der hat eben kurz vor Schluss noch die grosse Chance gehabt, um den FCB in dem Spitzenspiel vielleicht eben doch noch zum Sieger zu führen. Ja, super ausgespielt, super tief gelaufen von Ademi. Und macht eigentlich alles richtig. Nur auch hier der Abschluss. Es war ungenügend. Aber hier, der Lauf und der Pass in die Tiefe waren sensationell. Super Pass. Super. Ja. Könnten Sie auch noch überlegen? Ja, gut, das würde noch ganz frech sein. Aber das ist ein super Spiel. Also, ich muss sagen, das war ein riesiger Match. So viele Szenen im 16er. Und das war natürlich Qualität gewesen. Also, er hätte ihn überlegen. Ich sage es eben nicht umsonst, weil der Mann, der dort noch freigestanden ist, ist der Noah Okafor, der eben das 2:2 geschossen hat gegen Trabzonspor am letzten Donnerstag. Und wir gehen ins regnerische St. Gallen zum Mevion Heim, der eben genau den Mann bei sich hat. Bitte schön, Mevion. Ja, regnerisch ist es erst seit etwa gut 2 Minuten, weil vorher hat es überhaupt nicht geregnet hier im Stadion. Aber es macht nichts. Der Noah Okafor ist bei uns 0:0 gegen den FC St. Gallen. Zum ersten Mal in dieser Saison macht der FC Beck ein Goal. Was ist heute mit dieser hochgelobten Offensive los? Ich würde sagen, wir sind vor allem in der zweiten Halbzeit zu Möglichkeiten gekommen. In der ersten Halbzeit hat uns sogar das Spiel schwer gemacht. Das Publikum war hinter ihnen. Wir haben das von Anfang an gewusst. Klar war vielleicht die Müdigkeit ein bisschen vorhanden in den Spielern. Aber wie gesagt, das andere ist der Punkt verdient. Und schade, dass es heute nicht gelangt für einen Goal. Aber die sagen, sie nehmen den Punkt gerne mit. Es ist ein 0:0 nach einer sehr intensiven Phase für den FC Basel. Wo ordnet ihr den Punkt jetzt genau ein? Richtig so. Wir haben alle 3 Tage gespielt. Müdigkeit ist vorhanden, Müdigkeit sind dabei.
Das haben auch vielleicht den einen oder anderen gemerkt, in der Zweikampf, in der zweiten Ball. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, sind wir zur Chance gekommen. Aber leider hat es nicht gelangt für einen Goal. Ihr seid unter anderem auch wieder im Fokus beim FC Basel wegen eurem Goal gegen Trabzonspor. Notabene mit dem schwächeren Fuss von euch. Es ist spannend, oder? Ihr seid ja im letzten Frühjahr 2019 so richtig durchgestartet beim FC Basel. Jetzt hat eher der Kevin Büa wieder so ein bisschen die Nase vorne gehabt. Wie erlebt ihr die Konkurrenzsituation zwischen euch beiden auf dieser Position? Positiv, positiv. Konkurrenz ist normal im Fußball. Das macht einen stärker. Er hilft mir, ich helfe ihm. Sei es in der Training oder im Spiel. Wir schauen uns gegenseitig ab. Wichtig ist einfach, dass man im Training immer Vollgas gibt, in das Spiel bereit ist. Und letztendlich ist der Entscheid vom Trainer, wer aufstellt am Wochenende. Was würdest du sagen, was kann er besser und was könnt ihr besser als er? Er hat momentan einfach einen Lauf. Wie gesagt, ich schaue auf ihn ab. Er ist ein bisschen mehr erfahren. Aber im Fußball spielt es halt nicht so eine Rolle. Ich versuche meine Leistungen weiterhin wie letztes Jahr zu bestätigen. Klar, es ist nicht immer einfach im Fußball. Es gibt ab und zu Tiefs, ab und zu höher. Wichtig ist, positiv bleiben, aufrecht und weiter arbeiten, hart an sich arbeiten. Und nachher denke ich, dass es wieder gut kommt. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals, noch Alcafor. Seid ihr schnell nach dem Spiel vorbeikommen. Wir wollen natürlich unbedingt noch schnell zur Gauer Seite gehören. Die haben auch noch einen richtigen Lauf gehabt mit 4 Siegen in Serie in der Liga. Heute ein 0-0 gegen den Leader. Und der Peter Zeidler hat die Worte gefunden direkt nach dem Abpfiff. Ja, ich denke, FC Basel hat auch Chancen gehabt. Ademi haben wir gesehen, sind immer gefährlich mit so tollen Spielern wie Stocker und auch Okafor. Aber ich denke, wir haben schon in der ersten Halbzeit viel, viel mehr Torschüsse. Und auch in der zweiten Halbzeit doch die ein oder andere klare. Na, es wäre nicht unverdient gewesen, aber freuen wir uns über die Leistung, die wir ansprechen. Die war teilweise sogar sehr gut. Wenn man den FC Basel wirklich an den Rand der Niederlage bringt, dann kann es nicht so schlecht gewesen sein. Ist es auch nicht. Und trotzdem, der Peter Zeidler natürlich ehrgeizig. Ich habe ihn noch gefragt, darf man, soll man, muss man jetzt zu diesem Punkt gratulieren? Und dann hat er dann gemeint, nein, zum Punkt nicht, aber zu einer guten Leistung. Und damit zurück zu euch. Also, und dem können wir uns anschliessen. Wirklich eine gute Leistung, nicht zum ersten Mal in der letzten Woche vom FC St. Gallen. Und was man vielleicht eben auch mal muss erwähnen, eine gute Leistung von Noah Okafor im Interview. Und der Bursch ist 19. Ja, du sagst es richtig. Es ist ja eine Freude, so zuzulassen. So einem jungen Profifußballer, was er Verantwortung gibt, auch eine Konkurrenzsituation angesprochen worden wegen Büa und ihm, wie sie einander anschauen, wie sie einander pushen. Und es war also wirklich ein sehr, sehr positives Interview gewesen. Also, dass am Schluss halt der Trainer der ist, der entscheidet, wer spielt und wer nicht spielt. Der Ludovic Magnier, das ist der Trainer vom FC Zürich, der hat